Und damit herzlichst willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3 in Bakaresh, wo wir versuchen, in den Tempel zu gelangen. Und dafür müssen wir jetzt noch Tribute von diesen Händlern hier einsacken. Und der letzte, der uns da noch fehlt, ist der gute Jafar. Wo wir erstmal kurz gucken, ob wir ihm noch irgendwas verkaufen können. Denn ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt, ich Frechdachs, und deshalb schaue ich hier mal. Das komische Eisschwert, das können wir eigentlich auch mal verkaufen, ne? Würde ich behaupten. Oder? Eigentlich schon, die Lauten können wir auch wegmachen. Können wir eh nicht spielen, leider. So, das Ding kommen wir mal weg. Weg damit. So, und jetzt, ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ach ja? Können wir dir denn überhaupt vertrauen? Vielleicht arbeitest du ja für die Nomaden und versuchst, dich hier in Bakaresh beliebt zu machen, um unser Gold zu stehlen. Also, was verlangst du? Ich denke, wir sollten dir unser Gold nur anvertrauen, wenn du außerhalb von Bakaresh gute Geschäfte gemacht hast. Was kannst du vorweisen? Ich habe mit Nafalem Geschäfte gemacht. Ja, das ist gut. Du hast Erfahrung. Das habe ich sofort gesehen. Du kannst zu Amul gehen. Meine Stimme hast du. Na komm, dann machen wir das jetzt. Wie hieß er? Es war Ashnu, ne? Ich habe die Händler überzeugt. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut. Hier, dieses Gold soll Amul helfen, Beliars Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Ach, wie süß. 3000 Gold. Wir kriegen beide noch Ärger. Ja, das Spiel ruckelt. Amul war er, glaube ich, ne? Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn. Hallo Amul! Ich bring den Tribut der Händler. So ist es recht. Gib ihn den Magiern, auf das sie Beliars zornigen Blick fernhalten. Ruf plus 20, das war echt nicht schlecht. Ruf plus 2000. Wie sieht's aus? Jetzt lässt du mich doch bestimmt in den Tempel, oder? Du hast dich um Bakaresh verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Yay! Und jetzt? Kannst du mir jetzt was beibringen? Du hast dich um die Stadt verdient gemacht, Sohn der Assassine. Ich bin bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Aha. Wow. Das ist... Wir sind das erwählte Volk. Klappe! Für uns den erwähltes Volk! Für Bilar, halt die Klappe! Und seine Herrschaft. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal im Tempel, was wir da noch so alles erledigen können, wenn ich denn überhaupt rausfinde, wie wir da hinkommen. Ich glaube, es ging bei Amul irgendwo lang. Kann das sein? Hier? Ja, doch, hier, das sieht so aus, als ob es da lang ginge. Raid? Hallo, Raid! Den hatten wir noch gar nicht, ne? Also, Amul schickt mich, jetzt lass mich durch. Natürlich. Sehr schön. Okay, schade, man kann für ihn keine Aufgabe machen. Aber egal, wir können in den Tempel und hoffentlich einen weiteren Feuerkelch holen. Nun dann mal endlich. Und ich wollte gerade mal schauen. Assassin Nummer 11, bei den Nomaden Nummer 45, Nordmar 79, okay. Und ich will immer noch ein neues Schwert haben, verdammt. Murak. Gib mir ein Schwert. Irgendeins. Was besser ist als meines. Okay. Hier haben wir doch bestimmt noch irgendwas zu tun. Aber solange es nicht darum geht, Nomaden zu töten, ne? Weil das wollen wir ja nicht. Ach, aber krass sieht das schon aus, ne? Cool. Richtig cool. Gibt es hier auch irgendjemanden Besonderen? Ihn hier?
Sigmor. Hallo, Sigmor. Die aber, die Beliars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. Ja, so einfach war es ja nur auch nicht, ne? Kannst du warte mal kurz. Ach genau, den sollten wir ja bei ihm vorschlagen, ne? Kennst du eigentlich Aldo? Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist denn? Super Typ, Junge. Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Er hat's einfach nicht so. Ja, komm, er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst, er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. Na, wenn du das sagst, der wildfremde Typ, der hier vor mir steht, Kannst du mir was beibringen? Du verlangst, dass ich meine Kunst, unsere Gabe, unsere Macht mit dir teile? Die schwarze Magie ist die höchste Form des Glaubens an Beliar. Es gibt keinen Grund, warum ich sie mit dir teilen sollte. Ja, dann halt nicht. Kannst du mich jetzt unterrichten? Was? Glaubst du etwa, du kannst die Macht Beliars kaufen? Naja, eigentlich schon. Oh, Sohn der vielen Münzen, du bist wirklich noch nicht lange dabei. Aber ein paar grundsätzliche Sachen hast du schon kapiert. Gut, ich werde dich unterrichten. Aber glaube ja nicht, dass das ein Spaß wird. Es fordert höchste Konzentration. Dann hier. Bring mir... Wow, altes Wissen. Und ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Das ist natürlich interessant, ne? Aber brauchen wir nicht. Interessant, aber unnütz. Was, genauso unnütz wie dieser Raum. Oder dieser Turm im Allgemeinen, er ist sehr unnütz. So, hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Was? Was hab ich dir getan, dass du mich störst? Komm, so schlimm bin ich auch nicht. Wenn du Arbeit suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Wow. Das war, ja, das war echt glorreich. Warte mal, wir gucken mal hier. Oh, das sieht doch gut aus hier. Können wir hier rein, einfach so? Tatsache. Ach, wie krass. Ach, wie krass. Was ist das, ein Grafikfehler? Tatsache. Oder ist das Absicht? Ich glaube, das ist Absicht. Huch, ich glaube, das ist Absicht. Ach, wie cool. Und kann ich hier was total Spannendes machen an diesem Schrein? Ich glaube es ja nicht, aber... Dazu bin ich nicht bereit. Okay. Dann halt nicht. Tänzerin. So, und dieser Typ hier, der Tizian, oder wie er heißt, Tizka, der muss doch mit Sicherheit einen Feuerkelch haben, hm? Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pelgar. Mhm. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Ich will ja eigentlich lieber einen Feuerkelch haben. Wie sieht's denn aus mit meinem Ruf? Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste, andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Oh nein, ich kümmere mich um die Oase. Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Belias spüren. Eine Lektion in Gastfreundschaft. Erstmal das. Was hier. Kannst du mir beibringen? Ich lehre dich.
Lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagier. Interessant, dann bekommen wir, glaube ich, hier dieses... Kann man sich aber auch sparen, wir sind kein Magier. Aber... Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen? Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so, dann nimm dir Silvio mit. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Ich hoffe jetzt aber einfach mal, dass bei dieser Oase jetzt Räuber rumhängen und keine Nomaden. Die will ich ja nicht töten. Mit denen will ich mich ja verbünden. Aber gut, ich hoffe ja eigentlich, dass ich mit dieser Aufgabe irgendwie an die Nomaden hier in der Nähe rankomme. Damit die mir hier helfen. Aber gut, so kriegen wir ja auch kein Feuerkelch, ne? Das ist... Und wir wollten ja auch erst noch nach Ishtar. Und ich bin am Überlegen, waren wir... In beiden Tempeln hier unten schon, den haben wir, glaube ich, ausge... Ich weiß nicht. Was ist das? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keinen Plan. Oh. Elitekrieger 24. So, gehen wir mal hier hoch. Da hätten wir dann leere Räume. Okay. Na gut, komm, räumen wir erstmal alles hier aus. Und vielleicht treffen wir hier noch irgendjemanden Wichtigen. Aber ich glaube es nicht. Hier gibt es nur Sachen zum Plündern. Und ansonsten nix, ne? Nee. Dann einmal hinab. Das lassen wir da, wo es ist. Ja. Okay, wo sind wir jetzt? Hasul, Wache der Schwarzmagier. Elitekrieger, Goldpokal, schade. Warte mal. Halt. Den kann ich nehmen. Und ich glaube, den Rest kann ich hier eigentlich auch alles nehmen. Denn das interessiert hier, glaube ich, keinen. Hier steht nichts Neues. Und selbst wenn es jemanden interessiert, wir können uns ja auch schlicht und ergreifend rausreden. So. Dann holen wir uns das hier auch noch. Stabile Metalltruhe. Was haben wir da? Magierstab. Kein Feuerkelch, hier wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, hier ist einfach gar keiner. Aber Hauptsache, sie stellen oben Wachen auf, ne? Und hier unten lassen sie alles... hier unten lassen sie alles unbewacht, sodass ich hier alles schön ausräumen kann. Ach so, nicht vergessen. So. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Nö. Nö. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Das ist aber ganz schön frech. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Da musst du aber erstmal hier ein paar Beweise vorlegen. Wir können später noch reden. So einfach lasse ich mich hier nicht anklagen. Gut, gut. Dann wollen wir uns doch mal in Richtung Oase jetzt begeben. Aber vorher, warte mal, wo war er hier, der Murak?
Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Es ist besser... Okay. Dann lassen wir es halt sein. Ich wollte dir nur helfen. Und ich bin mir fast sicher, dass der irgendwas mit den Nomaden zu tun hat. Hui. Hui. So, dann einmal zu Silvio. Ach, er nervt schon so ein bisschen mit seinem Gequatsche. Kämpfer, Carlos. Der war doch hier irgendwo, ne? Hier ist der. So, Silvio. Ich habe mit Tiska gesprochen. Und was sagt er? Gibt es neue Befehle? Ja, er will, dass wir mit den Banditen bei der Oase abrechnen. Wir? Ja. Verstehe. Dann mach dich bereit und sag mir, wenn du soweit bist. Hä? Ich bring dich weg. Gut. Okay, er folgt mir nur, ne? Ach, Mann. Ich dachte schon, er würde uns führen oder so, aber nein. So, Oase, wo war die? Im Osten oder irgend sowas? Hat er gesagt. Shakya der Wüste, Adoramire, denke ich. Ishtar, Azaru. Hurit. Oase. Ja, toll, wo ist die? Na, wir werden sie schon finden. Irgendwo vor der Stadt soll eine Oase sein. Ich hoffe, wir finden die auch. Und ich habe irgendwas gehört von Oase im Osten. Och, und jetzt haben wir diese Nervensäge da an der Backe, die so ewig lange... Ach, Mann. So ewig lange braucht. Gut, wir gucken erstmal. Seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Wir gucken erstmal hier Richtung Norden. Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Komm schon, Silvio. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Aber hier sieht ja eigentlich alles sehr. Sehr fruchtbar und bewachsen aus. Also ich denke nicht, dass es hier irgendwo eine Oase gibt, aber ja. Sei immer wachsam. Man weiß es ja nicht. Ich denke, die wird hier im Süden sein. Aber gut. Wir laufen einfach mal hier lang und hoffen, dass wir auf eine Oase treffen. Hier waren... Die Räuber. Und noch mehr Sandlurker. Hui! So. Dem hast du's gezeigt. Jawohl, ja. Na komm, ich helfe dir, Silvio. Das wird doch so nix. Noch einer. Oh. Die Viecher werden lästig. Mhm, das kannst du wohl laut sagen. Oase, wo bist du? Hier ist alles viel zu bewachsen. Das ist, hier wird keine Oase sein. Wir sind zu nah an der Küste. Aber hier muss doch irgendwas anderes Spannendes sein, wenn hier so ein Weg hingeht. Keine Ahnung was, aber irgendwas wird hier schon sein. Haufenweise Lurker. Und mit Sicherheit auch irgendwo eine Höhle. Hui! Jupp. So ein elendes Biest. Ja. Witzig, hier sieht's echt fast aus wie in Dingens, in Myrtana.
Meine Herren, das sind aber wirklich richtig viele, ne? Da! Und da führt... führt ein Weg lang. Nur wohin? Das ist hier die Frage. Wow, er hat einen getötet. Ich bin begeistert. Die Viecher werden lästig. Noch mehr. Stirb, 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 stirb. Aber hier muss irgendwas sein. Vielleicht doch eine Oase? Trottel! Komm schon jetzt. Los. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ach, er lässt sich da schön verprügeln. Und ich sehe nichts. Die Viecher werden lästig. Ja. Werden sie. So, nun komm endlich. Los. Silvio. Ich will wissen, was hier ist. Aber warum sollte hier eine Oase sein? Das ist Blödsinn. Oase an der Küste. Oh Mann. Ach du Kacke, ey. 100.000 Lurker. So. Und der arme Silvio wird da verprügelt. Der höchst kampferfahrene Silvio. Komm, wir helfen ihm. Ach Mann. Die Viecher werden lästig. Ah, wo bin ich? Cool. Nichts gibt es hier. Es gibt hier einfach nichts. Und ich glaube, das bringt hier relativ wenig, wenn wir da lang gehen. Außer, dass wir auf noch 500 Lurker wahrscheinlich stoßen, oder? Gibt es hier gleich irgendwas total Tolles? Hm. Wir laufen einfach mal weiter. Was soll's, wir haben ja nichts zu verlieren. Da ist eine Höhle, oder? Höhle? Da ist eine Höhle und hier... irgendwelche Überreste von einem Wagen. Aber hier sind doch... da sind doch keine Nomaden drinne. In diesem finsteren Loch hier. Ja. Ich glaube, hier war lang niemand mehr drinne. So wie es hier aussieht. Morgentau. Oder hier unten lauert jetzt jemand auf uns, aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ist hier sind noch nicht mal mehr Skelette übrig. Wow, geil! Boah, super cool! Ja, na gut. Immerhin, ist hier überhaupt irgendwas? Komm schon! Silvio! Es wird nämlich, glaube ich, auch langsam dunkel hier. Wir machen einen Quicksave. Und dann laufen wir einfach hier oben auch noch bis zur Küste. Und, wo kommen die her? Kann mir das mal einer sagen? Warum sind hier Orks? Aber gut. Hast du's gezeigt? Orks haben wir lange nicht mehr gesehen. Dieser Sieg ist für Belia. So, dann holen wir hier gerade das ganze Zeug, was die noch haben.
Eine Ork-Enklave? Sogar wirklich mit einer Hütte? Boah, richtig viele. Silvio, Vorsicht! Bleib stehen, Mora! Boah, es sind richtig viele. So, töten wir erstmal den Anführer. Und den. Die Elite-Krieger, die kann man ja so schön. Huch. Pam! Stirb, stirb, stirb. Oh, da ist noch einer. Zack. Dieser Sieg ist für Belia. Jawohl, ja. Aber was haben hier Orks verloren? Fragen über Fragen. Und da sind noch mehr und hoffentlich kein Schamane. Natürlich ein Schamane. Das war knapp. Der hätte uns beinahe erwischt. Ist noch ein Anführer? Okay. Du flüchtest nicht! Wem hast du es gezeigt? Dieser Sieg ist für Belia. So, hat er irgendwas? Nö. Hm. Echt merkwürdig. Klingstab, schwere Truhe. Was machen die hier? Echt merkwürdig. Eichenbogen, Jagdbogen. Ein paar Beeren. Aber ansonsten ist hier ja nichts, ne? Hm. Echt strange. Na gut, aber hier können wir, glaube ich, dann auch wieder zurückgehen. Warte mal, wir teleportieren uns einfach wieder nach Bakarish. Ich hoffe, er kommt jetzt mit. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Silvio wartet natürlich. Er wartet jetzt da oben. Ach, weißt du was? Das ist doch blöd. Wenn ich jetzt auf Laden gehe, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, da irgendwo bei den Orks. Ich hätte den zurückschicken sollen. Aber gut, das mache ich jetzt hier in der Zwischenzeit. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier hoffentlich mit Silvio wieder. Also bis dann. Ciao!